Sylt, eine Insel in Schleswig-Holstein an der Nordsee. Bekannt ist Sylt für seinen Tourismus und die vielen reichen Leute, die dort wohnen. Und Oberstdorf, ein kleiner Ort in Bayern, an den viele Besucher vorbeikommen. Auf den ersten Blick haben diese beiden Orte nicht viel miteinander gemeinsam. Doch eine wichtige Gemeinsamkeit haben sie. Sie besitzen jeweils den nördlichsten und den südlichsten Bahnhof in Deutschland. Kann man also nicht diese über 1000 Kilometer lange Strecke mit dem Zug fahren? Genau das haben wir gemacht, innerhalb von 24 Stunden mit dem Regionalexpress. Sylt und Oberstdorf, zwei Orte, die eigentlich anders nicht sein könnten. Der eine Ort ist einfach auf einer flachen Insel mitten im Norden in Deutschland und das andere ist ein Ort, der einfach mitten von Bergen umgeben ist. Aber wie kamen wir überhaupt auf die Idee, das zu machen? Naja, wir haben uns gedacht, was können wir denn mit dem 9-Euro-Ticket im Sommer alles machen? Und haben dann die längste Strecke entdeckt, die du auf einer Linie mit dem 9-Euro-Ticket machen kannst. Und das ist eben die Strecke vom nördlichsten bis zum südlichsten Bahnhof. Diese Strecke ist laut Luftlinie die längste Strecke zwischen zwei Bahnhöfen in Deutschland. So also rein theoretisch die längste direkte Strecke, die du mit dem 9-Euro-Ticket machen konntest. Doch bevor wir loslegen konnten, mussten wir erstmal nach Sylt kommen. Den Vlog, den wir dazu gemacht haben, könnt ihr hier oben nachgucken oder unten in der Videobeschreibung. Die Strecke, die wir insgesamt vorhaben, beinhaltet 22 Stunden Fahrt und 11 Umstiege. Nachdem wir dann in Sylt angekommen sind, waren wir nochmal ein wenig einkaufen, sind ein bisschen rumgegangen und waren dann auch schon am Bahnhof. Nachdem dann langsam die Sonne unterging, es dunkler wurde, haben wir uns dann auf den Weg gemacht und sind in unseren ersten Zug eingestiegen. Unsere nächste Etappe geht von hier nach Kiel. Und das ist übrigens Florian, der auf der ganzen Fahrt mit dabei war. Da sind wir planmäßig 1.19 Uhr. Dann haben wir dort 2 Stunden, da wollen wir wahrscheinlich einfach am Meckes. Und hiermit starten 24 Stunden Zugtour durch Deutschland. Und dann ging es los. Nach dem Sonnenuntergang um 22.19 Uhr sind wir losgefahren und hatten eine ruhige Fahrt bis Husum. Wir fahren jetzt gerade nach Husum rein, haben da glaube ich 7 Minuten Umstieg. Wir haben hier auf der Fahrt schon mal die erste Reisegruppe getroffen. Wir haben jetzt auch schon unseren Reisepartner bis Hamburg gefunden. Ein Typ ist im Zug eingeschlafen und muss jetzt irgendwie nach Itzehoe kommen. Das heißt, der wird uns unfreiwillig so ein bisschen begleiten. Es war auf jeden Fall eine entspannte Fahrt. Mir ist so ein bisschen während der Fahrt die Realisation gekommen, dass das eine sehr anstrengende Fahrt noch wird. Aber ich habe richtig Bock und ja, mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Nachdem wir dann einen kurzen Aufenthalt in Husum haben und kurz umgestiegen sind, sind wir dann auch weiter nach Kiel gefahren. Wir fahren jetzt nach Kiel. Die Fahrt nach Kiel war auch nicht so besonders. Wir haben ein bisschen geschlafen, wir haben uns ausgeruht, aber waren noch nicht so krass müde. Aber es war schon relativ spät, könnte man sagen. Ganz kleines Update. Wir haben die 0 Uhr Marke. Ne? Der hier ist gerade am Pennen. Und ja, jetzt geht's durch die Nacht. Als wir dann angekommen sind, hatten wir eigentlich vor, McDonald's ein bisschen zu chillen, weil da hast du eben Steckdosen, das McDonald's hat immer offen. Und wir hatten halt um die 2 Stunden Aufenthalt in Kiel. Wir sind auch mal ein wenig rausgegangen, haben uns das alles angeguckt. Aber es war relativ weird dort in der Gegend und so. Es war halt mitten in der Nacht und so am Bahnhof. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt in Kiel. Wir haben jetzt offiziell 1/6 unserer Züge durch. Wir sind immer noch in Schleswig-Holstein, das heißt immer noch nördlich von Hamburg. Aber Kiel ist ein schönes Örtchen. Die Zugfahrt war jetzt nicht irgendwie wild. Wir haben ein bisschen ausgeruht, ein bisschen geschlafen, es ist ein bisschen spät. Ja, und dann kam auch schon unser Zug. Wir haben gerade herausgefunden, wir kriegen einfach einen Zug, der um 3.11 Uhr abfährt mit 7 Wagen. Hier ist niemand, außer wir, die gefühlt damit fahren wollen. Nachdem wir dann in den Zug eingestiegen sind, ging es weiter nach Hamburg. Wir sitzen nun in Kiel im Zug und unser nächstes Ziel ist Hamburg. Es war eine recht lange Fahrt, wir haben ein wenig geschlafen, haben uns ausgeruht. So, wir haben es jetzt tatsächlich nach Hamburg geschafft. Das ist geil. Ich habe einen Kaffee. Die Fahrt war ganz angenehm, wir haben sehr viel geschlafen. Wir sind halt mitten in der Nacht gefahren und wir fahren jetzt nach Bremen. In Hamburg haben wir uns ein wenig was zum Frühstück gekauft, aber sind dann auch nach einer halben Stunde weitergefahren. Vor allem die Preise in Hamburg am Bahnhof, die haben einfach 3 Euro für einen Croissant oder so verlangt.
Allgemein habe ich mich auf der Fahrt fast nur von Croissants ernährt, weil es gefühlt überall nur Bäcker gab und nichts anderes. Naja, weiter ging's dann aus Hamburg raus. Wir hatten einen schönen Blick über den Hafen und die Sonne ging langsam auf. Es war ein weirdes Gefühl, den Sonnenaufgang zu sehen, denn als wir losgefahren sind, haben wir den Sonnenuntergang gesehen und waren gerade mal noch am Anfang unserer Fahrt. Also, wir hatten gerade mal 3 Züge von irgendwie 12 oder so. Und es war gerade mal um 5 oder so, also der Tag ging gerade erst los. Auf jeden Fall war es ein schönes Gefühl, den Sonnenaufgang zu sehen, allerdings habe ich von der Fahrt nicht viel miterlebt, weil ich eben die meiste Zeit geschlafen habe. In Bremen angekommen, haben wir dann auch mal Bremen gesehen, für eine kurze Zeit eben nur am Hauptbahnhof am Bahnsteig. Nächste Etappe nach Bremen geschafft, zum ersten Mal hier in Bremen. Ich habe jetzt offiziell einmal in jedem Bundesland gewesen. Das war gut gedeutscht. Jetzt war ich mit 16 einmal in jedem Bundesland. 16 mit 16 Bundesländern, das finde ich eine geile Kombo. Wir fahren jetzt mit dem RE nach Hannover. Die Fahrt nach Hannover habe ich auch nicht krass miterlebt. Es war auch keine spannende Gegend. Ich habe halt auch die meiste Zeit nur geschlafen. Allgemein die Fahrten nach Bremen und nach Hannover habe ich wirklich halb miterlebt und wusste auch nie, wo wir wirklich sind. Ich habe halt mich die ganze Zeit ausgeruht oder ich bin halt die ganze Zeit einfach nur eingenickt. Dann in Hannover angekommen hatten wir einen etwas längeren Aufenthalt. Florian hat sich Kopfhörer geholt für 25 Euro. Ich weiß nicht mehr, ob die immer noch halten. Wir sind jetzt in Hannover umgestiegen, in den Zug nach Göttingen. Wir hatten relativ wenig Zeit, also es ging sehr schnell. Der Typ wollte sich noch Kopfhörer kaufen. Ich habe jetzt Kopfhörer. Auf jeden Fall konnten wir dann weiterfahren nach Göttingen und die Fahrt nach Göttingen habe ich als eine schöne Fahrt in Erinnerung. Wir hatten endlich Steckdosen, auch wenn die Steckdose von diesem Halter, von dieser Lehne verdeckt war. Ich will doch nur dieses Ding hier reinbekommen, aber es geht einfach nicht, weil dieses scheiß Ding davor gebaut wurde. Aber ich muss sagen, die Gegend dort war sehr schön. Man ist vorbeigefahren an der Leine, glaube ich. Und ich habe auch mal was von der Fahrt mitbekommen, weil ich nicht die ganze Zeit geschlafen habe. In Göttingen sind wir dann in den nächsten Zug eingestiegen und es wurde langsam Mittag. Umstieg Nummer 6 in Göttingen. Wir sind jetzt im RE1 nach Neudietendorf und fahren von dort mit dem RE7 nach Würzburg. Wird anstrengend. Also zwischen allein hier und zwischen allein hier in Göttingen und Neudietendorf wird langweilig. Und ab hier habe ich auch irgendwie gemerkt, boah, wir sind schon so lange zugefahren, ich habe langsam keinen Bock mehr, wir haben ja noch so viel vor uns. Aber man hat den Gedanken schnell weggesteckt und dachte sich, dieser Moment, wenn du am Ende dort ankommst und dir denkst, was ich alles in diesen 24 Stunden erlebt habe, muss ein krasses Gefühl sein. Und dann ging es weiter in die Richtung unserer Heimat, in die Richtung von Jena. Wir sind dann in Neudietendorf umgestiegen. In Neudietendorf hatten wir einen sehr kurzen Aufenthalt, allerdings war der Bahnsteig sehr voll und wir dachten, ey, wir kriegen gar keinen Sitzplatz mehr. Hier werden jetzt so viele in diesen Zug einsteigen und der Zug ist ja schon ab Erfurt total voll. Allerdings haben wir dann noch einen Sitzplatz bekommen, irgendwo in der Ecke, den halt niemand irgendwie entdeckt hat, weil er mitten in der Ecke war. Die Fahrt nach Würzburg war dann auch sehr lange, ich glaube die längste Fahrt, die wir hatten. Allerdings war diese Fahrt sehr schön. Man ist durch den Thüringer Wald gefahren, hat viel von der Natur gesehen. Aber leider bin ich auch immer mal oft eingenickt, weil man halt nur so halb die Nacht mitbekommen hat. In Würzburg haben wir dann auch angefangen, zum ersten Mal mal wieder was zu essen. Wir haben uns beim Asiaten was zu essen geholt und haben das dann im Zug gegessen. Weiter ging es dann in einer Regionalbahn, die halt überall gehalten hat, über 2-3 Stunden lang nach Treuchlingen. Ab dieser Fahrt hat man gemerkt, okay, es wird anders. Man hat Weinberge gesehen, was man halt im Norden gar nicht gesehen hat. Und ab da habe ich wirklich gemerkt, boah krass, wir fahren so viele Teilabschnitte von Deutschland durch und wir sehen halt überall irgendwas anderes. Florian hat die ganze Fahrt nach Treuchlingen geschlafen und hat auch wirklich tief geschlafen, laut meinem Empfinden. Ab Treuchlingen habe ich nicht mehr so viele Aufnahmen. Was ich sagen kann, ist, dass der Zug von Treuchlingen nach Augsburg
super voll war, also so richtig voll. Aber das war auch der erste Zug, wo wir keinen Sitzplatz hatten. Sonst hatten wir in jedem Zug einen Sitzplatz. In Augsburg sind wir in unseren vorletzten Zug umgestiegen. Wir hatten halt ein wenig Verspätung in der letzten Fahrt bekommen. Aber dann habe ich diese Aufnahme gemacht, wo ich einfach das Mikrofon vergessen habe anzuschalten. Auf jeden Fall ging es dann weiter nach Buchlö. Und hinter Augsburg hat man schon die ersten Berge gesehen. Man hat wirklich gemerkt, boah, krass. Wir kommen unserem Ziel näher, wir merken es jetzt wirklich. Und dann habe ich auch wirklich gespürt, krass, wir sind jetzt so lange gefahren und wir sehen unser Ziel schon, wir sehen die Berge. Und wir haben einen Tag davor einfach das Meer gesehen. Naja, in Buchlöhr hatten wir unseren letzten Umstieg und sind dann weiter in Richtung Berge gefahren, ins tiefste Bayern. Und ich muss sagen, die letzte Fahrt habe ich wirklich genossen. Man hat wirklich auf die letzten 24 Stunden zurückgeblickt und gemerkt, was man alles gesehen hat, was man durchgemacht hat. Und nach fast 24 Stunden, 11 Umstiege und über 1000 Kilometer, die man mit dem Regionalexpress zurückgelegt hat, hat man gemerkt, man ist angekommen. Was man dazu sagen muss, es war ein krasses Erlebnis. Man hatte nur einen Zug, der verspätet war, also alles war recht zuverlässig. Wir hatten auch eigentlich nur einen Zug, wo wir stehen mussten. Und sonst hat eigentlich alles perfekt funktioniert. Ich dachte irgendwie, es wird übelst was schief gehen, weil wir halt auch so lange unterwegs sind und unsere Umstiege schaffen müssen. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich ab manchen Momenten gemerkt habe, boah, ich habe keinen Bock mehr Zug zu fahren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns nächste Woche wieder auf dem Zweitkanal, in 2 Wochen hier wieder auf dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir. Es läuft schon. Ich hab die ganze Zeit.